Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Kollege Lenzen, Sie haben ja, das haben Sie sich auch im Antrag nicht verkniffen, davon geredet, dass die rot-grüne Regierung abgewählt worden wäre, weil sie in der Arbeitsmarktpolitik so versagt hätte, um dann in Ihrem Antrag ausschließlich Instrumente anzuführen, die sich auf den Bund beziehen. Na, herzlichen Glückwunsch, alles gleich machen, aber für eine neue Politik sorgen, das ist nicht ganz Ihr Ernst, glaube ich. Aber, und da würde ich auch dem Kollegen Josef Neumann auch zustimmen wollen, eigentlich habe ich mich über den Antrag wirklich gefreut. Weil ich kann die Beschreibung, die der Kollege Neumann aus dem Ausschuss gemacht hat, bitte? nur unterstreichen. Das Wort Aktiv-Passiv-Transfer, da gingen sofort alle Alarmleuchten bei der FDP an. Bei der CDU wusste man nicht so recht, was man davon halten sollte. Und Sie haben sie sehr klar abgelehnt. Ich bin, Herr Kollege, froh darüber, dass Sie endlich eingesehen haben, dass das ein wichtiges Instrument ist, um das zu machen, was auch Kollege Neumann auch schon richtig gesagt hat, nämlich nicht Arbeitslosigkeit zu finanzieren, sondern Arbeit. Und das ist das, was bei uns im Mittelpunkt steht. Und Herr Schmitz, ich fand, und offensichtlich ist das auch Ihrer Qualifikation geschuldet, eigentlich die Analyse, die Sie getroffen haben über die Person, über die wir hier reden, sehr wichtig. Denn es geht ja darum, das ist ja das, was uns auch inhaltlich trennt, erster Arbeitsmarkt als Allheilmittel. Es geht ja darum, dass wir über Menschen reden, die auch, wenn sie schon im Arbeitsleben drin sind, über vielfältige, arbeitshemmende Probleme zu kämpfen haben. Da geht es los bei der Wohnungssuche, da geht es los bei persönlichen Problemen, möglicherweise Schulden, möglicherweise psychische Probleme und, und. Das will ich alles völlig wertfrei und ohne moralische Gewichtung im Raum stehen lassen. Und wenn das so ist, sind die meistens, oder zumindest die Beobachtung nicht bei allen, auch nach längeren Arbeitsphasen teilweise immer noch vorhanden, weil manche Probleme eben nicht kurzfristig zu lösen sind. Und deswegen teile ich die Auffassung nicht, dass über eine Maßnahme dann der Anschluss an den ersten Arbeitsmarkt geschafft wird, sondern dass es möglicherweise nicht bei allen, hoffentlich nicht bei allen, ein längerfristiges Problem sein kann. Und da gibt es mindestens zwei Varianten, damit umzugehen. Die eine ist, und das deutete sich bei Ihrem Wortbeitrag zumindest an, so habe ich es zumindest verstanden, zu sagen, wir müssen die länger begleiten. So, da gibt es im ersten Arbeitsmarkt bei den Mitteln der Bundesagentur, das würde ich Ihnen auch zustimmen, nicht ausreichend Mittel im Moment, das zu tun. Da sind wir ganz bei Ihnen, Sie zu unterstützen, dass das auf Bundesebene geändert wird. Aber es gibt auch die zweite Erkenntnis, dass wir einen robusten, ich nenne es so, auch wenn es jetzt politisch, juristisch möglicherweise nicht so cool ist, einen robusten zweiten Arbeitsmarkt. Das heißt, wir brauchen Projekte im sozialen Arbeitsmarkt, die es ermöglichen, beispielsweise, wie es viele kommunale Träger tun, vor Ort, dass Menschen mit Anleitern lernen, weiterhin eben auch zur Arbeit gehen können, dass sie nicht 8 Stunden am Tag arbeiten, sondern nur 4, wenn sie es nicht anders können, oder auch 6. Und die andere Variante, die es gibt, und die würde ich auch ausdrücklich unterstützen, und ich glaube, da sollten Sie hoffentlich in der weiteren Debatte, wir haben ja im Ausschuss die Möglichkeit, dann auch darüber zu reden, vielleicht mal zueinander finden. Da war ich sehr nah bei Ihnen, dass man auch sagt, man kann ja auch über Vergaben, also die öffentliche Hand kann ja auch Vergaben machen, wo drin steht, dass Anbieter aus dem ersten Arbeitsmarkt, die eben Personen, die solche Hemmnisse haben oder die Leute einstellen, dann eben einen gewissen Ausgleich bekommen. Das gibt unser Vergaberecht durchaus her. Warum soll man nicht Vergaben an Firmen machen, beispielsweise im Catering-Bereich oder auch im Baubereich, die eben sagen, wir haben Langzeitarbeitslose, die sind nicht so leistungsfähig und die werden halt mit dem Punktesystem so begutachtet, dass sie eben solche Aufträge auch machen können. Wir sollten da die Ideologie deutlich abrüsten. Das ist eine klare Bitte an die FDP, Herr Kollege Lenzen. Ich finde es gut, dass Sie beim Aktiv-Passiv-Transfer da ein Stück weitergekommen sind. Jetzt wäre der nächste Schritt, Herr Kollege, auch beim Thema sozialer Arbeitsmarkt, wo der Minister immerhin die Mittel, wie versprochen, weitergeführt hat, auch inhaltlich ein Stück nach vorne kommen. Da sind Sie nach Ihrem Redebeitrag noch ein ganzes Stück von entfernt. Wir reden über mindestens 300.000 Menschen mit ganz vielen Familien, die da auch dranhängen, und die brauchen eine Perspektive. Und die brauchen keine Perspektive von Projekt zu Projekt, sondern sie brauchen möglicherweise eine Perspektive über 20, 25, 30 Jahre.
Und da ist es allein mit Qualifizierung nicht getan, sondern mit viel Begleitung, mit der Anerkennung, dass es eben unterschiedlich leistungsfähige Menschen in dieser Gesellschaft gibt. Und darum müssen wir uns kümmern. Das ist unser Auftrag. Und deswegen freue ich mich auf die Beratung in dem Ausschuss. Freue mich, dass ein Teil der Koalition ein Stück weitergekommen ist und hoffe, dass der noch lahmende Teil hinterherziehen kann. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.